So, ich wollte pennen gehen. Ja, nach dem Umzug. Ach, weißt du was? Ich nehme jetzt gleich schon mal hier alles mit. Gut, den noch nicht. Aber hier nehme ich das hier schon mal mit. Das hier kann ich schon mal mitnehmen. Die Kohle auf jeden Fall. Das Hähnchen, das Papier, gut, die Schneebälle brauche ich jetzt erstmal nicht. Den Cobblestone nehme ich mit. Das Eisen nehme ich mit. Das packe ich so. Die Hühnchen nehme ich schon mal mit. Das, das, das. Nehmen wir hier schon mal so viel mit, wie geht einfach. Obwohl, eine Sache muss ich hier lassen. Willst du mich jetzt verarschen? Ja, die will ich ja mitnehmen. War das jetzt alles gut? Die Pfeile will ich aber mitnehmen. Was ein Mist. Ich bin mir ein bisschen verarscht vor. Gut, die kann ich jetzt noch mitnehmen. Dann kann ich den Ofen auch schon gleich mitnehmen. So. Da, gut, dass ich eine Spitzhacke habe. Gut, da muss ich mir auch nur eine Tür basteln. Dann muss ich dann doch nochmal die Federn hier lassen. Oh, ein Slime. Ja, dann sind wir schon mit dem Umzug bald durch, Leute. Also zumindest hier in-game. Und der Schleim, der Schleim, der Schleim, der Schleim. Ich mag Schleime. Die sind immer so schöne XP-Farmen Wesen. Tun einem nicht wirklich was. Sind schnell down. Lassen immer so Schleimkugeln fallen, die vielleicht später noch nützlich sein könnten. Je nachdem, wie ich mich entscheide zu bauen, weil so ein bisschen. Wollte ich doch ein bisschen mit Pistons und so rum experimentieren. Obwohl die Experimentiererei macht bei Tekkit doch deutlich mehr Laune. Da werde ich auch nachher nochmal ein bisschen privat zocken, weil mir das echt Spaß macht. Vor allem so kleine Maschinen bauen und sowas. Vielleicht machen wir da auch was in der nächsten Runde sozusagen. So. Erstmal das Bett hier reinstellen. Das Ding hier hinstellen. Die Kiste hier hinstellen. Das wird alles noch später umsortiert und neu sortiert und was nicht was. Erstmal nur. Dass es halt erstmal alles hier ist. Ne, die brauche ich ja. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. Das, 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 das. Kann alles erstmal da rein. Wohl den Dirt nehme ich mit. Und die Stonebricks nehme ich auch mit. Den Fackeln. Aus den Dingern mache ich mir jetzt erstmal Fackeln. Dass wir da auch wieder welche haben. Dann setze ich hier eine Tür rein. Juhu, und dann baue ich jetzt den Rest von der Hütte ab. Dass wir da auch wieder ein bisschen was haben. Bilde ich mir das gerade nur ein oder habe ich keinen Ton? Doch, ich habe Ton, aber warum höre ich mich nicht laufen? Naja, egal. Egal, egal, egal. Wir sind zumindest jetzt mit dem Umzug so gut wie durch. Das gefällt mir sehr. Und das alles in einer Folge, oder? Ja, nee, es erstreckt sich über zwei Folgen. Die letzte Folge, die war ja nur so lange, weil ich so ewig nicht mehr gespielt habe. Jetzt machen wir wieder normale 15-Minuten-Folgen. Weil sonst wird das einfach echt zu lang zum Gucken. Ich kenne das von mir selbst, also. Bei 20 wäre auch noch okay, aber alles, was drüber geht, ist dann echt deutlich übertrieben. So, die kann man einfach komplett abbauen. Und dann bauen wir hier mal alles ab. Dann gibt es auch wieder zwei Fackeln. Oder eine zumindest. Und ganz viel Holz. Ganz viel Holz. Ich muss noch überlegen, wie ich das mache. Vielleicht baue ich mir auch ein Haus mit zwei Türmchen oben drauf oder so. Mal gucken.
Das Gute in Minecraft ist ja, man kann immer weiterbauen, man ist nie wirklich fertig. Wenn einem das Haus so, wie es ist, nicht gefällt, kann man es ja immer wieder neu bauen. Wow, und das ganze Holz ist auch schön, dass wir das wieder kriegen. Das ist immerhin gut für Werkzeuge, Fackeln, Türen, Zäune, wo ich mich dann auch darum kümmern werde, dass ich so einen kleinen Hühnchen Zucht mache. Weil ich ja jetzt mal wieder, um zum anderen Thema zurückzukommen, bei dem guten Tekkit, ja, habe ich es mittlerweile geschafft, mir eine komplett automatische Farm hinzusetzen. Das ist ganz geil, da mache ich vielleicht mal, eine kleine Showgeschichte vielleicht, wo dann zu sehen sein wird, was man da so alles bauen kann. Baue ich so ein paar Maschinen mal auf. Natürlich halt im Creative Mode, sonst dauert es mir viel zu lange für mich alleine. Aber mal gucken. Das ist alles ferne Zukunft. Ich lasse mir da was einfallen. In der Zwischenzeit bauen wir hier die Hütte ab. Und hoffen, dass bald auch da hinten das Weizen komplett fertig ist, dass man das auch mitnehmen kann. Und dass wir dann hinten bei uns ein kleines neues Feld anpflanzen. Da muss ich dann nur mal gucken. Da muss ich halt mal 3 Eisen opfern, damit wir einen Eimer haben, um ein bisschen Wasser hinzusetzen. So. Na, die Fackeln lasse ich da erstmal. Den Meingang behalten wir erstmal. Müssen ja eh öfters nochmal hierher zurück. Oder zumindest solange das Weizen noch da ist. Und so einen kleinen Meingang nicht direkt am Haus hat doch auch was. Vielleicht verbinden wir das Ganze noch, mache ich unterirdisch den Weg zum anderen Haus. Einfach so. Mache ich den Gang hier vorne zu und grab mich dann einfach tief genug, dass wir halt nicht ins Wasser graben. Grabe ich mich dann hier hinten hin. Und dann haben wir da so eine kleine Mine unterirdisch ausgehoben. Das sollte doch möglich sein. Da kriegt man unterwegs ja auch noch ein paar Rohstoffe. So, erstmal eine zweite Tür. Und dann brauche ich wieder Holz. Na toll. Das war natürlich super schlau. Klack, zweite Tür. Und ein bisschen Holz. Wir können ja wieder aufforsten danach. Das ist ja das Schöne an Minecraft. Ich mag das Spiel echt. Das hat der jetzt schon ein bisschen eigentlich an Hype verloren, kann man schon fast sagen. Aber ich habe immer noch sehr viel Spaß dran. Vor allem, wenn man hier einfach mal ein bisschen seine Kreativität ausleben kann. Einfach mal den Stress vom Alltag hinter sich lassen. Einfach mal ein Stündchen Minecraft spielen. Und die 5 Grade sein lassen, wie es so schön heißt. Das ist so eine Sache, die mir echt Spaß macht. Ich weiß nicht, zockt ihr selber auch noch privat oder guckt ihr es euch nur noch an oder guckt ihr, um euch neue Ideen zu holen? Das mache ich manchmal. Bei anderen Leuten reingucken, um mir ein paar neue Bauideen zu holen, was man so nachbauen kann oder abgeändert bauen kann und so weiter. Das ist eigentlich auch ganz schön. Klack. So. Jetzt hier den Boden reinmachen. Hier hinten in dieser Ecke lasse ich aber einen frei. Da mache ich dann erstmal eine Leiter hin. Wie ich dann im Endeffekt eine Treppe baue, überlege ich mir noch, ob ich eine Treppe baue oder ob ich es erstmal bei der Leiter belasse. Das ist dann auch immer so eine Frage, weil Treppen nehmen immer so viel Platz ein. Eine Leiter ist zwar die nicht ganz so schöne Lösung,
aber eher zweckmäßige. Ja, ich verbaue mich hier die ganze Zeit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, komm her. Und du auch. Und voilà. Und Leitern, hatte ich gesagt, brauche ich. So. Braucht man nochmal eine Leiter? So? Nee. So? Nee. So? Ja! Oh, hätte ich gar nicht so viele Stickies gebraucht. So, die Leiter steht. Jetzt kann man hier oben. Ah, nein, 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 das wollte ich, das soll da noch nicht hin. Da muss doch wieder Holz hin. Wovon ich jetzt natürlich keins mehr habe. Ich so super schlau bin und alles zu Woodplanks verarbeitet habe. Das war natürlich von höchstgradiger Intelligenz. Erstmal schlafen gehen. Damit der Spawnpoint auch neu gesetzt ist. Hier kriege ich hier schon wieder E-Mails aufs Handy. Und jetzt, wir brauchen ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich muss nachher echt mal Kohle sammeln gehen. Ich brauche erstmal wieder einen Baum. Und bald brauche ich auch wieder was zu essen. Muss ich dann, ja, wenn wir jetzt eine Weile gebaut haben, da ist doch bestimmt dann da vorne was gewachsen. Hoffe ich zumindest. Was dann erstmal für ein paar Minuten wieder ausreicht. Kommst du her, du Baumstück? So, hier wieder ein paar Saplings eingesammelt. Oh. Na gut, die Skype-Benachrichtigung sollte man nicht sehen eigentlich. Ich war so klug und habe Skype wieder angelassen. Ich lerne auch nicht aus Fehlern. Aber aus Fehlern lernen ist voll überbewertet, ey. Lernen, ey, brauche ich nicht. Naja, ja, ich sollte sowas lassen.